Auf eine Tasse Kaffee mit Jan Schmiedl. Dein Podcast mit alltagstauglichen Tipps und Impulsen für dein persönliches Wachstum. Und? Wie hast du die Welt verändert? Moin aus Hamburg, mein Name ist Jan Schmiedl und ich trinke gerne Kaffee. Ja, heute lade ich dich mal zum Träumen ein. Auch wenn der Titel vielleicht ein bisschen was anderes in dir ausgelöst hat, möchte ich, dass du am Ende des Podcasts ein wenig träumst. Jeder von uns verändert die Welt. Glaubst du nicht? Ist aber so. Denn wir verändern die Welt im Kleinen und im Großen. Jedes Mal, wenn du auf einen Menschen triffst und mit ihm umgehst, dann veränderst du die Welt. Denn wenn du ihn in ein gutes Gefühl versetzt, versetzt er vielleicht jemand anders auch in ein gutes Gefühl oder er schafft viel mehr. Und wenn du ihn in ein schlechtes Gefühl versetzt, passiert vielleicht genau das Gegenteil. Und leider kannst du dir das gar nicht aussuchen. Du kannst dir gar nicht aussuchen, ob du die Welt veränderst. Denn du tust es, ob du es willst oder nicht. Das eine allerdings ist das aktive Weltverändern, heißt bewusst etwas schaffen, bewusst mit anderen Menschen umgehen, bewusst ja, Ideen umsetzen, die Art und Weise, wie du wirkst, wie du auf Menschen wirkst, und das andere ist eher passiv. Dann, wenn du nur reagierst, dann, wenn du dir nicht bewusst machst, was du da eigentlich gerade tust. Das passiert ganz häufig, wenn wir so in Gedanken sind. Wir sind in irgendeine Arbeit vertieft und auf einmal klopft einer an der Tür und spricht dann an und dann, ah, was willst du? Ja, also dieses aus den Gedanken rausgerissen sein oder du bist mit völlig anderen Dingen gerade beschäftigt und da kommt jemand und stört dich mit in deiner Welt einer Banalität. Jetzt ist die Frage, wie gehst du damit um? Wie gehst du damit um, wenn du gerade eben, ja, nicht so ganz auf der Höhe bist und es kommt jemand zu dir? Lässt du dich dann von deinen Gefühlen leiten? Lässt du dann es zu, vielleicht mal aus der Haut zu fahren, vor jemanden anderen? Es ist sehr wichtig, sich zu kennen. Gerade dann, wenn einem klar wird, dass man die Welt verändert. Es ist wichtig für dich zu wissen, wann veränderst du die Welt wie? Es ist wichtig, dass du deine Fähigkeiten kennst. Das wird ja ganz häufig im Coaching gemacht oder in ganz vielen Coaching-Büchern angesprochen. Aber es ist auch wichtig, dass du deine Macken kennst. Denn an sich ist es ja schon recht egal oder völlig okay, ob du eine Macke hast oder nicht. Ich denke, wir alle haben eine Macke. Irgendwo. Ich habe auch eine Macke. Ich habe einige Macken, muss ich dazu gestehen, wenn ich jetzt kurz so reflektiere. Aber ich stehe auch dazu und ich nehme sie an und ich überdenke sie dann auch, wenn ich mir die Frage stelle, will ich die Welt verändern und zwar aktiv? Und wenn die Macke dabei nicht stört, dann darf die gerne bleiben. Es ist wichtig, dass du dich mal fragst, willst du als Mensch strahlen? Oder willst du einfach nur so überleben, in der Masse untertauchen, nicht gesehen werden? Denn die Antwort auf diese Frage beeinflusst die Qualität deiner Entscheidung. Noch einmal, es ist egal,
wie du sein willst. Strahlend oder in der Masse sein. Du wirst die Welt verändern. Deswegen lade ich dich heute mal zum Großträumen ein. Im ersten Augenblick wird der Impuls, den ich dir gleich gebe, vielleicht ein bisschen gruselig rüberkommen, aber ich verspreche dir eins, das, wozu ich dich gleich einlade, ist sehr wirkungsvoll. Also, bist du bereit? Nimm vielleicht nochmal einen Schluck Kaffee. Und dann kannst loslegen. Stell dir mal die Frage, beziehungsweise beantworte die Frage. Wenn über dich deine Grabesrede gehalten wird, was wird über dich gesagt werden? Wofür bist du in deinem Leben eingestanden? Was hat dich ausgemacht? Schreibe die Antworten doch einfach mal auf, in einer ruhigen Minute. Und wenn du fertig geschrieben hast, dann überlege mal, lebst du das Gesagte denn schon heute? Lebst du das, wofür du gerne einstehen würdest? Lebst du das, was dich ausmachen soll? Und wenn die Frage Nein ist, dann überleg doch mal im nächsten Schritt, was kannst du machen, damit du dein Leben so lebst, wie es in dieser Rede gesagt wurde. Mit diesen Worten lasse ich dich in den Freitag, wenn du den Podcast jetzt am Freitag gehört hast, trinke noch einen Schluck Kaffee und wünsche dir eine wunderbare Rede voller Fülle und dem, was dich ausmacht. Bis dann, der Jan.